Worst Pinball ever. Keine Kugeln verfügbar. Okay. Auf Wiedersehen. Spiel, ich muss jetzt gehen, sorry. GG. Meine Lieblingszahl? Private Nummer von Miss Tokyo. No, the ice core is going to be bitten. Hmm. That's What? Better. Eier! Ja, ist okay, ne? Kann man mal machen. Okay, ich habe jetzt einen Pokal. Und nicht spoilern. Ich habe jetzt erstmal reingehört wegen DMCA und so weiter, weil ich lasse die Videos bestehen, okay? Wurde beendet. Starten Sie das Programm neu. Fehler ist 721. Dann wollen wir gleich mal gucken. Machen wir einfach nochmal, weil ich finde die Musik gut. Okay. Krieg ich den Regen? Jawohl, krieg ich. Gehst du auch irgendwann? Ich hab schon mal gesagt, bitte nicht spoilern. Das reicht noch nicht. 721. Wir würden dann theoretisch noch zwei Nummern fehlen. Nein, der Ordner ist damit nicht offen. Ich kenne das Spiel selber nicht. Okay. Ich weiß aber, dass halt einige namenhafte Leute das bereits bei YouTube hochgeladen haben. Ein Update has just been downloaded. Your conscience advises you to restart your machine. Use this time to take it to okay, ich habe jetzt zwar Wasser. Ah, okay, jetzt muss ich noch irgendwie an Licht scheinbar kommen. Irgendwie Sonne. Sonne, Licht, irgendwas in diese Richtung. Da würde ich sagen, haben wir alles weggearbeitet. Nicht schütteln. Also hier bei dem Nichtschütteln bin ich mir nicht so ganz sicher. Weil ich kann keine zwei Ordner gleichzeitig öffnen. Okay, was wollen wir nochmal machen können? Ich kann noch einmal durchlaufen lassen. Oder kann ich? Oh. So geht's. So rum. Super privat, Wahrheit 01. Ultra privat, Wahrheit 02. Okay, gucken wir jetzt mal in Wahrheit 01. Die Wahrheit über Roswell. Hallo, aufgrund eines technischen Problems ging der Inhalt dieses Dokuments leider verloren. Sorry. Ja, ist FBI. PS, oh ja, es war ein Wetterballon. Super privat. Die Wahrheit über Kennedys Tod. Hallo, aufgrund eines technischen Problems ging der Inhalt dieses Dokuments leider verloren. Sorry, das FBI. PS, der Scharfschütze war ein Wetterballon. Natürlich. One, zero. Minus one.
Weit über Apollo 11. Hallo, Wetterballon, das FBI. Okay. Gigaprivat, 18 plus. Miss New York. Mhm. Miss Paris. Mhm. Und Miss Tokio. Let's check this out. Greetings. You don't know me. And my voice isn't remotely similar to an existing program. I just wanted to say that these pictures are scandalous. I'm going to contact the authorities right away regarding the classification of this game. Non-game. And they are not mine. It's for a friend. Alles klar. Probier mal. 8, 7, 2, 1. Passt schon nicht. Okay. Programm im Ruhestand. Mag Bäume, Flugdrachen und die Zahl 67. Hasst Käfer und Ziegen. Lieblingsessen, die CPU. Natürlich. Na klar. 8, 6, 7, 3, 0, 5. The user figured out my secret code. But what is he going to do with the system clock? I hope he doesn't break anything. Okay. Bilder. Oder braucht er jetzt, weil er jetzt Wasser hat, braucht er jetzt nochmal das Wasser? I check das mal. Bilder. Ah ja. Nee, hier ist kein Game. There is no game. Hä? Was möchte er genau haben? Er möchte, dass das kaputt geht. Your conscience doesn't know what else to say. Hier war nix weiter, ne? Weiß ich nicht, ob ich gut vorangekommen bin, du. Ich hab mich nach Möglichkeit nicht gespoilert. Wie krieg ich denn jetzt das Ding kaputt? There's an exclusive episode of Breaking Good on TV. And your conscience is telling you that you definitely shouldn't miss it. Go! Moin, Pinky. The key is too big. Zum Glück ist der Schlüssel zu groß. I think. Ah, so geht's. Noch kleiner? No! I forbid you to open that folder. You've crossed the line. Don't launch the program. This was unplanned. You were supposed to leave ages ago. Don't do that! Ha! No! What have you done, user? You've just launched a fake program from within a fake operating system. That's impossible. What's going to happen? Oh, I don't. Vor allem diese schönen Geräusche. Diese schönen Geräusche von so einem alten Diskettenlaufwerk. Herrlich. Vorhin diese Modem-Geräusche, jetzt diese Diskettenlaufwerke. Einfach nur gut. Einfach nur fucking gut. Namaste, user. This is the program speaking. I have some bad news. Namaste. Actually, this is not a game. I hope you are not too disappointed. You can still watch a Bollywood film, take a walk around the Ganges, learn to dance,
Such a cliche. Who is it? What are you doing in my game? I mean my non-game. What? This is my game. I mean my non-game. What are you talking about? Go away. You should not be here. But, user, do something, damn it. You have a funny accent. Are you Russian? Russian? Do I roll the R like that, sir? Of course not. Overreaction. Typically Russian. I am not Russian! Überreaktion, typisch Russ, Alter. Oh no. User, you need to quit the program. Fast, I'm begging you. It's a glitch! Hi, guys. Don't touch him, user. He's highly unstable. The only one who's unstable around here is you, game. Mr. Glitch, I have nothing to do with this. Of course you do. You shouldn't even be here. Shouldn't be here? But this is what I live. Don't fight over me, girls. There will be enough crashes to go around. Okay, let's just all chill out. Maybe he will go away all by himself. Yeah, right. In your dreams. Go on. Get out of here. You get out of here. I told you not to touch him, user. Ich mache immer das Gegenteil von dem, was man mir sagt. Gerade mache ich immer das Gegenteil von dem, was mir Spiele immer sagen. Oha, jetzt wird's aber tricky. Hello, comrade user. Bad news. Game forbidden. I hope you are not too disappointed. Not again. How do we get out of here? You are spy? Okay, this one truly has a Russian accent. You see? But you're still here. It seems to be so. Human you are. Show me papers. Only if you say please. Papers, please. There you are. I was looking for you. Stop following us. We are all going to die. Shoot the glitch. With what? A debugging gun? We are all going to die. Don't be so dramatic. It's just going to sting a little bit. Okay. Bonjour, user. Ah, bonjour. I've got some bad news, pocher. Actually, there is another déjà. It's changed again. I don't understand what's going on. Was ist denn bei den Deutschen? Fließt da Bier im Background, oder was? It's even raining croissant. You are fresh spy? Der Rotte direkt mit French Spy. We are all going to die. Stop saying that. We can't die. Possibly we could be erased. We are all going to be erased. I'm working on it. I feel a crash coming on. Weiß ich, ob ich ihn jetzt nur einfach User, genug treffen muss? With this anomaly. It's not going to be pretty. Ja. Okay, now things are really getting out of control. And besides, there are black cats. It's a bad senior. Shoot the crazy cats! Wir erfüllen hier einfach mal komplett alle Klischees, Alter. Boah, hier kriegst du ja... hat zu Anfang aber echt die Warnung hier für fotosensible Geschichten gefehlt, Alter. Ich krieg den nicht zu fassen. Jetzt. Ja, natürlich. Wir reisen halt durch die Zeit. Errungenschaft freigeschaltet. Da ist ein Bug in der Suppe. Oh, schön, das Modemgeräusch. Kann ich auch. What happened? I think I went to sleep for a minute. Where are we? User,
User, are you here? If you're here, the ring. Show me a sign. I'm not alone. Why on earth did you touch the bug? I warned you about it. Look where that got us. That got us somewhere. I don't know where. This place is very strange. What is it? Some kind of television? Kapitel 2, hinter den Kulissen. Ach, das war schon das erste Kapitel. Okay. Geistbesessenheit, Poltergeist, Miss Voodoo, Postcard, it looks like the screen Christian aus der Getriebefabrik. Okay. Sag mal. Right. Nein. Auch hier werde ich mir einmal die Telefonnummer abfotografieren, nur wegen der Sicherheit. Hier passt irgendwas hin, glaube ich. Guck mal hier. What? You plugged in the video input? Ja. Oh, you just couldn't help yourself, could you? Okay. Das würde ich fast. Ja, der Kaffee ergibt gerade wenig Sinn. Whoa, that doesn't look very sturdy. Stop, user. Nee. Ich mach einfach mal weiter. See, you're making things worse. Nee, ich mach das nicht schlimmer. Ich mach das schon gut so. Trust me. Don't touch the cracks. Nö, alles ist gut. Alles ist gut, alles wird gut. Trust me. Ich bin schließlich Wissenschaftler. Ups. Don't tell me you've broken another coffee cup, Watson. Watson? You called Holmes? Holmes? Is it me, or is there an echo all of a sudden? Watson, did you hear that? Affirmative. There was nothing human about that scream. It seems to be coming from our dear neighbor Wilhelm's home. Let's go take a look, shall we? All of this is most exciting. What on earth is going on? Hey, those look like interaction icons. I think we're in a game. Oh, goodness, we can't stay here. Do the icons in the game work? No? Oh, no. That can only mean one thing. We're trapped in this world, just like these fictional characters. A world where it's impossible to tell what's real and what's an illusion. User, we've probably entered a different video game dimension. Do something, anything. It's what you do best. Okay, ich mach schon, aber ich weiß noch nicht. Find a way out, please. We should not be here. Now we must avoid running into those characters again at all costs. I fear the consequences. Ups. Warte mal. Mr. Glitch's fault. He's got something in mind, but I don't know what. Okay, damit kriegt man die nicht auf. Ich habe gedacht, man kann die vielleicht damit aufschneiden oder so. Ja. Ist schon, ne? User, aufschrauben. Are you still there? Have you plucked all? Aha. Let's just tear everything down. And what are you going to do? Das ist Interaction, ne? Put it on an email. Das ist doch eigentlich ein Interaction-Symbol. Okay, ist jetzt angeleckt?